Zu Beginn des Wahlkampfes zur vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien sieht Labour-Chef Jeremy Corbyn aus wie ein geborener Verlierer. Seine Sozialdemokraten liegen in Umfragen mehr als 20 Prozentpunkte hinter den regierenden Tories. Und selbst in der eigenen Partei hat Corbyn zahlreiche Feinde. Für die konservative Premierministerin Theresa May ein Glücksfall. Wenn er nicht mal seine eigene Partei im Griff hat, wie soll er unser Land dann durch den Brexit bringen? Doch dann kommen die Anschläge von Manchester und London und der Brexit spielt plötzlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Stattdessen spricht das Land über die Kürzungen der Konservativen im öffentlichen Dienst und bei der Terrorabwehr. Der Zustand, in dem die Konservativen unser Gesundheitssystem und unsere Schulen gebracht haben, ist alles andere als stark und stabil. 7 Jahre lang haben sie den öffentlichen Dienst ausgehungert. Stattdessen haben sie die Steuern für die einigen wenigen gesenkt und die Leistungen für die vielen zusammengestrichen. Bei den Wählern kommt Corbyn inzwischen besser an, vor allem bei den Jungen. Die Demoskopen sagen zwar weiterhin einen Sieg der Tories von Theresa May voraus, doch es könnte knapp werden.